Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips zu Instagram, Links unten in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Let's go. Also ich habe noch nie Tabak geraucht, aber das ist eigentlich echt geil. Ich finde auch irgendwie, das ist cool. Mhm. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Mhm. Oder ich bin halt einfach, sag ich so wie es ist, der allerbeste, Digga. Einfach Profi. In was jetzt? Fivehead. Master. Okay, also Kontext? Chef. Einfach der Beste, Bruder. Okay. In Germany we don't say, GG, it was fun. In Germany we say... 3, 2, 1. Wer rettet so spät durch Nacht und Windes ist der Vater mit seinem Kind, der hat den Knaben wurde dem Arm erfasst, sich erhält den Wahn. Mein Sohn, was bist du so bang, dein Gesicht siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlkönig mit Krone und Schweif, mein Sohn, es ist dein Nebelstreif. Cory, wie lange stark hat er gebraucht? 7 Sekunden. Wow. Zeig dir meine gestandene Frau. Hä, war das JP Kramer? Cory, wie lange hat er gebraucht? 7 Sekunden. Wow. Nee. Zeig dir meine gestandene Frau, wie man mit so einer Stange umgeht. Okay. Weißt du, du musst denken, das ist vielleicht dein Partner. Und so, okay. So ganz so, so voll okay, erotisch, Marianne. So, so und dann so ein bisschen so. Okay. krass, okay, es war schwerer, als ich dachte. Fucking ADHD. Zum Teufel hat man wegen Schule Depression. Ich versteh's nicht. Es ist doch scheißegal, ob du dein Abitur oder dein Studium schaffst. Sonder. Weißt du warum? Weil die Straße hat immer einen Platz für dich frei, mein Sohn. Alles klar, Bro. Also, das ist, also die Alternative ist dann einfach obdachlos sein. Chillig, Bro. Die Straße sucht immer neue Drogendealer, Prostituierte, Waffendealer, Gangster, Menschenhandel, für jeden ist was dabei. Du brauchst dir keine Sorgen um deine Zukunft machen. Okay. Bekomme ich ein Hey? Halt den nicht mit. Digga, Köln-Ehrenfeld, die Moschee. Ich habe den Clip jetzt schon 300 Mal gesehen und ich feiere es zu sehr. Hört genau hin. In der Moschee in Ehrenfeld. In der Ditbit. Willst du noch mal ein bisschen die Würz dran machen? Bro? Ja. Obviously? Wie heißt das? Obviously. Ich kann diese Sprache nicht, du machst das immer. Yo, attention und obviously. Digga, der Stream war auch, glaube ich, echt nice. Ich habe ihn gar nicht gesehen, aber es sieht sehr schön aus. Sag doch immer so eine Wörter. Wie heißen die denn alle? Englisch nennt sich die Sprache. LOL. Ja, oh Mann, wow, Alter. Hier ist der Marokkaner, Babalocke, seht ihr? Ja. Plus, seid ihr auf Null. Wer fühlt es? Ich. Gerade die Männer unter uns. Was denn? Wenn man eine richtige geile Session auf der Toilette abhält, okay, mit Handy spielen, dies, das, Zeitung lesen, und man haut richtig den, wir nennen es immer Phantomschiss raus, und du nimmst das Klopapier, ziehst es dir einmal durch den Arsch, guckst natürlich, und du siehst nicht einen Fleck, weil der Arsch erstens nach so einer langen Session schon getrocknet ist und zweitens gar nichts da ist, weil du einen geilen Phantomschiss hattest. Okay. Ja. Digga, wieso gehen die zwei Songs so gut miteinander? Wie Phönix aus der Asche. Ich glaube, bei mir hat niemand mehr geglaubt oder gedacht, dass ich nochmal an der Oberfläche auftauche. Ja, Digga, also ganz ehrlich, so fischig wie du aussiehst, dachte ich auch nicht, dass du nochmal Luft holen kommst. Deutschland-Taktik, die spielen immer eigentlich so 4, 3, 2, 1 spielen die. Oder die können natürlich auch Formationänderungen machen, schnelle Umschaltung. Und darum ist Deutschland super gefährlich. Türken, ja, eigentlich bei uns gibt es immer seit 500 Jahren selbe Technik. 500 Jahre. Kann man sagen. Die wäre?
ganz einfach, elfmal hinten und wenn Ball, komm mal, Ball ist vorne, elf Mann gehen richtig nach vorne, yalla, Tor! Entspannt, Digga, das läuft. Mal eine Frage, wie heißt eigentlich dieses Instrument bei Hochzeiten, das man so macht? Eli, sehr intime Frage, ich weiß, es steht 2-2, ja. Aber rasierst du dir deinen Arsch? Warte ganz kurz. Ja, so ein bisschen. Okay. Ja, ein bisschen. Voll? Ich auch manchmal ab und zu dazwischen sauber machen. Musst du mal zwischen. Ich hab's einmal gemacht und dann gar nicht mehr, ne? Tats, also mach ich nicht mehr. Dieser Juckreiz da hinten, ja, ist unangenehm, ne? Krank. Das Erste, was man doch tut, wenn man geimpft ist, ist ficken. Das Erste, was man doch tut, ist irgendwie an ganz vielen Schwänzen zu lutschen. Ich glaube, wir haben... Ja. 600 Family and Friends und ihr seid... Dumm, Alter. Ich habe nur eine Bier getrunken. Nur eine. Nur eine Bier! Digga, what the fuck? No joke, also Lockdown tut keinem gut. Ich glaube, der Großteil von euch, der das gerade gesehen hat, Matze, fasst sich nur an den Kopf und denkt, ich das muss doch nicht sein. Cock. Das muss doch nicht sein. Machen Sie es schon mal nett. Was sind die Fachrichtungen? Veterinärmedizin oder Biochemie. Humanbiologie auch. Ja, sehr gut. War noch ein schönes Fest heute. Danke sehr. Digga, no joke, Alter. Du bist fett am Shisha-Bürgen und auf einmal merkt, der labert dich zu. Ah, wie läuft's denn? Wie läuft's denn in der Universität? Wie ist es denn? Und du bist so todesdicht, hast hier so gerade 3-4 Bonköpfe reingeschallert, willst einfach nur in Ruhe Bierpong spielen, später deine WG-Mitbewohnerin auf Toilette wegficken. Ganz entspannt, plötzlich kommt Angela Merkel und labert dich über Studiengebühren zu. Und du denkst dir so, Frau Bundeskanzlerin, entschuldigen Sie bitte, aber ich werde keinen Dienst für dieses Land erweisen können. Ich habe mich gerade vollgeschissen. Alter. Ich bin ein Kätzchen. Boah, weiß ich nicht, Digga. Miau, miau. Das ist so salzig. Ich bin ein Kätzchen. Aristokätz. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wiederschauen und reingehauen. Shisha wieder auf. Einfach der Beste, Bruder. Danke, Merkel. In Germany, we don't say. Oh, Coin-Konzept.